Hey, ho Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tomb Raider Underworld. Ja, ich bin jetzt schon mal hier hochgeklettert, weil ich ja im letzten Part ja einen halben Rage bekommen habe, weil das nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Und nun stehen wir wieder vor einer Falle. Was? Wow! Okay, das habe ich gerade nicht gecheckt. La la la! Aber lieber so sterben, als wegen irgendwelchen dummen Springfehlern. Was? Muss ich mich einfach nur. Ich duck mich jetzt einfach nur. Ah, ich bin so unfähig in diesem Spiel. Okay. Nicht nochmal! Okay. War's das? Bin ich fertig? Meine Güte, ist ja gut. So. Ja, natürlich. Jetzt ist alles stehen geblieben. Hätte das nicht schon so. Es wäre doch viel einfacher und lustiger gewesen, wenn das alles aus gewesen wäre. Und erst angegangen wäre, wenn ich zurück wollte. Das wäre doch viel realistischer gewesen, vor allem. Also, ist meine Meinung. Dass sie sich so denken, ja, du kriegst das Ding, aber nicht. So, naja. Ich sehe wieder Spinnen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch alle habe. Denn ich bin mir gerade unsicher, ob ich wirklich schon alle reingemacht habe. Weil hier fehlt nämlich auch ein. Aber. Oh! Cool! Die Spinne hat die Frequenz übersprungen. Manu, lass mich in Ruhe! What the fuck? Was war das? Ach, Spinne! Das war gerade irgendwie voll. Also das war richtig genial. Oh, das hat sich vor allem angehört wie pap, 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 pap. Blah. Ach, du machst das von alleine? Cool, danke. Hätte mir das nicht mal früher jemand sagen können, dass es einfach, dass ich es nur anstupsen muss. Toll, und schiebt es immer. Na komm schon. Das muss ich allein. Muss ich. Okay. Muss ich denn hier wieder raus? Moment, ich habe was in Erinnerung. Steig doch ab! Aha! Verzeihung. Very nice, very nice. So, und wieder Motorradfahr-Action. Das wird natürlich wieder sehr lustig. Also, ich glaube, man muss hier drin fahren. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber fahren ist eindeutig schneller. Ich war wie eine Besoffene. So. Hicks. Sind das Treppen? Ja. Nicht, dass ich jetzt noch in irgendeinem Abgrund stürze und dann hat sich das Ganze erledigt. Komm ich doch rüber? Nein! Na. Na los! Danke! Wie komme ich zurück? Gar nicht. Toll, ich hätte auch einfach rüberspringen können. Naja. Wir finden schon eine Möglichkeit. Ah, da ist der Kopf. Nimm den anderen Kopf. Hui. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man spielt es und sieht diese Frequenz und überspringt diese Frequenz, dann weiß man nicht, dass das Ding da liegt. Finde ich ja schon so ein bisschen. Ach nö. Okay. Das kriegen wir aber hin.
Die Midgard-Schlange Jormunganda ist die weltumspannende Seeschlange der germanischen Mythologie. Ragnarök wird kommen. Jormunganda verlässt den Ozean, überflutet das Land und erfüllt die Luft mit ihrem Gifthauch. Die letzte Schlacht der Götter. Thor tötet Jormunganda mit seinem Hammer Mjölnir, kann dann aber nur noch 9 Schritte zurückweichen, bevor er im Gift der Bestie ertrinkt. Und wieder was fürs Leben dazugelernt. Greife niemals mit einem Hammer eine Giftschlange an, denn das endet tödlich. Jormunganda, die Midgard-Schlange. All diese antiken Stätten haben die Unterweltmythen späterer Kulturen genährt. Vermutlich, weil sie alle von den lebenden Toten bewacht wurden. Erzähl nicht so einen Schmarrn. Oh nee, ich hasse diese Viecher. Hui! Schon einmal mit dem Bild mit dem Rotbund. Ah, Mann, ich bin... Jetzt stirb doch einfach. Meine Güte. Hä? Ich gehe mal davon aus, dahinter sind Schätze. Oder halt auch nicht. Okay, dann eben nicht. Jump! Na, immerhin sind sie einfach zu besiegen, im Gegensatz zu den Hunden! Oh. Hallo, was ist denn das für eine schwule Kampftechnik? Ah! Warum habe ich mich erschrocken? Was? Nee, komm, das ist jetzt übertrieben. Hilfe! Mami. Haha. Ich bin sicher. Gleich 4 Gegner, das finde ich schon ein bisschen happig. Was soll ich jetzt hier tun? Ich bin verwirrt. Toll, durch die Gegner kann ich nicht mal richtig gucken, was ich machen soll. Ist doch scheiße. Mann, jetzt mach doch mal dieses Vieh hier tot. Oh, komm, ihr geht mir gerade übelst auf den Senkel. Nicht sterben, Lara, nicht sterben. Danke. So, das ging doch ganz gut. Eigentlich. Ah, doch, ich erinnere mich. Genau. Okay. I know it. Kriege ich jetzt schon den Hammer? Nein. Jetzt kriege ich noch nicht den Hammer. Das wäre doch cool. Der Hammer. Nein! So. Muss ich von hier aus klettern? Nee, sieht nicht so aus. Ich muss da trotzdem lang. Oh Gott, hoffentlich schafft sie den Sprung. Springen! Danke! Bitte einmal hier runter. Weil dieses Kletter ist teilweise, also bei sowas, wenn man weiß, dass man nicht runterfallen darf. Oh nö. Wo muss ich klettern? Verstehe. Ah, weg hier. Ich hab's ernsthaft geschafft. Wie komm ich darüber? So, auf jeden Fall nicht, du Luda. Lara Luda. Das war zu weit. Was? Oh nee.
Mann, alles geht hier kaputt. Das ist doch asozial. Ist das gerade ihr fucking Ernst? Oh Gott, ich hab mir mein Dings gebrochen, meine Ferse. Und das tut so weh. Ich muss sterben. Ups. Ja. Ich wollte euch nur demonstrieren, was passiert, wenn man in diese blaue Flüssigkeit springt. Welchen Teil war denn das, wo man noch so schön in so einer giftigen Flüssigkeit schwimmen konnte? Oder in Lava sogar ganz kurz. Ach nö, la 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 la, lauf, 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 lauf. Spring, spring. Danke, schön. Ich wollte mich ja eigentlich auch festhalten, aber na gut. Musst du nicht. Na, wie viele kommen jetzt? 10, 20, 30, 40. Aus. Kommen gerade echt in Massen. Das ist ja mal sowas von mega unfair. Aua! Ich hab irgendwie das Gefühl, es gibt immer mehr. Oder auch nicht. Ich weiß zurück. Ich gehe davon aus, das ist nicht richtig. Hier sieht doch gut aus. Das sieht doch nach was aus. Aber ja, na klar, das mache ich auch immer so. Jeden Tag. Das ist so scheiße. Ich kann immer nicht sehen, was hinter mir ist. Das ist sowas von behindert. Danke. Und danke, dass du dich mal festgehalten hast. Ich bin ja so stolz auf dich, Frau Lara. Nicht in die... Ich sag dazu nichts mehr. Aber gut. Immerhin ist hier der Checkpoint gewesen. Ich wollte gerade sagen. Also. Dieser Sprung war perfekt getimed. Geht es hier schon? Ergibt es hier schon Sinn? Ja. Komme ich da auch schon ran? Und die epische Musik spielt ein. Das heißt, wir sind nah dran. Am Tod. Oh, Maria Magdalena. Oh, 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 oh. Nun kippt doch endlich um, ihr Schweine. Ich mach euch Beine. Oh, das funktioniert. Halt dich doch an der Dings, an der Kante. Oh Gott, und renn. Kletter. Wuhu. Hallo? Bitte geh zu. Hallo, zugehen. Warum ist es denn nicht zugegangen? What the fuck?